Ja, und gleich weiter geht's mit der nächsten Mission, das dunkle Innere. Ja, ich konnte es jetzt nicht entscheiden, dass wir in den Tower gehen. Deswegen machen wir direkt die nächste Mission. Ja, leider immer noch ohne Headset. Oder, also es funktioniert einfach nicht, das Voice-over-IP, warum auch Berichten immer. zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Ja, das klingt jetzt so ganz nach der Mission, die wir in der Alpha schon hatten. Von daher sehe ich der ganzen Sache mal locker ins Auge. Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Hier, mal und von ordentlich ein Gefallenen aufgetanzt. umzingelt. Also, ich wäre bereit. Was ich auch geil finde, also man sieht da auch, dass der andere dann hier den Geist offen hat. Das sieht man einfach. Das ist immer cool. Ich finde es echt nur schade, dass sie mich gerade nicht hört. Weil sonst könnte ich ihr noch ein paar heiße Tipps geben. Ah, man sieht auch da hinten ein blauer. Also das Grüne heißt, sie ist in meinem Fire Squad und ist auch ein Freund von mir. Das Blaue ist einfach ein anderer Mitspieler. Die kann man jetzt mal so randommäßig helfen. Man kann auch auf die Schiffe schießen, macht aber jetzt irgendwie kein Damage mehr. Die Granate hier. Jawohl, Humsi Bums hat aufgeräumt. Wo müssen wir eigentlich hin? Okay. Vor dem Untergang muss es hier ganz wunderbar gewesen sein. Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. So. Na? No. Also, wo hast du denn? Da, auf dem Berg. Das Gebäude mit dem Radar. Ja. Das ist die Himmelswacht. Noch nicht so richtig machen. Entschuldigung, wenn ich mal ab und zu ein bisschen still bin, aber ich muss mich da ein paar Mal noch konzentrieren. Manchmal vergesse ich es auch einfach, dass ich aufzeichne. Es ist aber auch, glaube ich, der Zeit geschuldet, um die ich hier jetzt gerade zocke. Es ist nämlich 2 Uhr 17. Oh.
Oh, Level 7er. Oh, da ist hinten. Ja, mit Headshots haben die hier nichts zu melden. Ja. Kriegen sie direkt ins Gesicht geschossen. Boah, ganze Radar rot. So muss das sein, das freut einen noch. Okay. Ah. Oh. Teabag. Teabag. Yeah, Teabag. Wir sind drin. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Ja. Respawn eingeschränkt. Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich krieg es auf. Und Geister. Ja. Ja, wenn der hier rumgeistert. Hier soll wohl wirklich niemand reinkommen. Speichere ich mal kurz das Video. So. Da sind wir wieder und der Geist hat auch das Tor aufgemacht. So, wer die Alpha kennt, weiß jetzt genau, was kommt. Ich glaube, Provinchen kann die Alpha noch nicht. Die wird jetzt gerade gleich ein bisschen erschrecken, denke ich mal. Ich weiß, dass da oben irgendwo ein Geist liegt. Das kann nicht sein. Die Schar. Oh, fuck. Ich bin da. Keine Panik. Okay, da geht's nicht weiter. Oh, hier ist eine Hexe. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Ja. Okay, Sniper Rifle Time. Sauber. Nice weggeholt. Komm. Ey, hau nicht ab. Die Hexe ist hier. Hex. Hier frisst eine Granate, Hexe. Ja, da hast du nicht mehr viel zu lang, ne? Hier bist du gleich tot. Ausgehext hier. Die Schar war seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde. Diese Hexe kam vom Mond. Ich dachte, wir hätten die Schar dort unter Kontrolle. Die Dunkelheit könnte viel näher sein, als wir denken. Tja, das glaube ich auch. So, hier müsste eigentlich noch ein bisschen Zeug umlegen, aber ich glaube, das wird man einfach dann im Free-Roam-Modus sich krallen. Jo, das war's jetzt auch schon wieder mit der zweiten Mission. Ich werde es in meiner Freundin hier schreiben, dass wir auf den Tower gehen. Und wir dann somit auch, oder ich somit auch jetzt dann das Gameplay erstmal beende. Ich sag danke fürs Zuschauen und hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, man sieht sich dann später. Ciao. Extra Mission.
Jack Refix.